Beim Nein sagen lernen geht es auch darum, eine Klarheit in das eigene Verhalten zu bekommen. Wo spielt sich vielleicht so ein unbewusstes Muster ab, mit dem Sie immer gerne in das Retterkostüm springen, in die Retterrolle springen, weil Ihnen das im Moment auch noch nicht so bewusst ist, dieses Muster, was dahinter liegt? Woher kommt das? Was bedeutet das? Was spielt damit rein? Darum geht es im Drama-Dreieck, was ich Ihnen jetzt hier ganz kurz an einem Beispiel erklären werde. Das Drama-Dreieck ist ein psychologisches und soziales Modell aus der sogenannten Transaktionsanalyse. Da hat man praktisch analysiert, welches Verhalten zu welchen Reaktionen und wieder Antworten auf die Reaktionen das führen kann. Das Drama-Dreieck ist insofern also etwas, was Beziehungsmuster zwischen zwei Personen aufdecken kann. Und die nehmen einfach diese drei Rollen, entweder des Opfers, des Täters oder des Verfolgers ein. Und in diesem Modell des Drama-Dreiecks wird dann einfach beschrieben, wie diese Rollen zusammenhängen und wie sie oft auch wechseln. Insofern macht das Drama-Dreieck menschliche Verhaltensmuster ein Stück nachvollziehbarer und deckt in dem Sinne auch bestimmte Regeln auf. Zwischen den Spielern gelten also bestimmte Regeln, Rollenerwartungen und die werden dann von dem entsprechenden Rollenträger durch die Wahl seiner Rolle auch befolgt. Es gibt keinen festen Einstieg oder einen festen Anfang und es gibt da auch kein feststehendes Ende. Und ich will das jetzt einfach mal mit einem Beispiel belegen. Nehmen wir mal an, es gibt Elisabeth, die Mutter, die eine Tochter hat und die Tochter heißt Heike. Und Heike, die Tochter, klagt bei Elisabeth immer wieder: Mensch, stell dir mal vor, da habe ich doch neulich was bestellt und das war so wichtig für die Kinder. Und ja, jetzt habe ich da die Rechnung nicht bezahlen können und stell dir vor, ich kriege jetzt hier einen Mahnbescheid von dem Unternehmen und ja, ich kann gar nichts tun, weil mein Konto ist leer, um Gottes Willen. Ja, und was sagt Elisabeth? Ach Heike, ja, das ist ja jetzt auch wirklich ungünstig. Pass mal auf, ich helfe dir da, ich bezahle das, ist gar kein Thema, dann hast du eine Sorge weniger und den Kindern und dir soll es ja auch gut gehen. So, und das tut dann Elisabeth auch, die bezahlt und Heike ist in dem Sinne aus der Opferrolle befreit, wunderbar. Und jetzt merkt aber Elisabeth, hey, Heike hat sich aber lange nicht gemeldet, komisch, ja, ist da wohl auch alles in Ordnung. Ja, und dann meldet sich Elisabeth bei Heike und sagt dann, ja, also Heike, ich wollte dich mal fragen, wie geht's denn so und ja, was gibt's denn so? Und da entsteht so fast schon der Eindruck, komisch, wenn Heike irgendwie nichts von mir braucht, dann meldet sie sich nicht. Und wenn sie mich braucht, dann meldet sie sich eben. Das heißt also, hier findet jetzt durch dieses, dass Elisabeth bei Heike anruft, der Wechsel in der Rolle statt. Sie wird zum Verfolger und fragt jetzt, ja, hör mal, kann das eigentlich sein, dass du dich immer nur meldest, wenn du von mir was brauchst? Insofern, das Rollenspiel im Drama-Dreieck kann an irgendeiner Stelle des Dreiecks beginnen. Es kann sein, dass der Verfolger mit etwas startet. Es kann sein, dass der Retter mit einer Aktion startet. Es kann auch sein, dass sich das Opfer in dem Sinne meldet. Wichtig ist hier mal eine Klarheit reinzubekommen, aus welcher Erwartung heraus, durch welches Konstrukt bin ich hier vielleicht Teil des Drama-Dreiecks und wie kann ich dieses Drama-Dreieck verlassen? Und gerade zum Thema Nein sagen ist gerade die Retterrolle so interessant einmal anzuschauen. Also schauen Sie sich die Geschichten an, die sich da immer so um Ihre Retterrolle drehen mögen. Vielleicht finden Sie hier auch die Möglichkeit, aus dem Drama-Dreieck auszutreten und dadurch einfach ein Stück freier zu werden.